Damit ist drittens die Bedingung erfüllt, dass das Konstanzprinzip gewahrt bleibt. Im Gesamtsystem kommt nichts hinzu und geht nichts weg. Und die Erinnerungsbewahrung, die Selbstreflexionsspiegelmaschinerie, die dem Sein sein auswegsloses Wiederholen müssen vorspiegelt und vor allem, dass es sich selber immer löschen muss in jedem Wiederholungsvorgang, findet jenen Umweg, dass im Gesamtsystem alles gleich bleibt, aber in der Konformationsänderung, in der Formstruktur, in der Modelltypenreihe eine Variabilität entsteht, eine Komplexstruktur, Vervielfältigung, Einfältigung, also keine Evolution, sondern eine emanative Verwicklung, welche in ihrer zunehmenden Komplexität der Entropie entgegenarbeitet und damit ja eine Art Erinnerungsvorgang darstellt über die Geschichte der Herausforderungen. Die gehen auch nie ins Bett hier.